willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hier sind sie wieder, heute Abend nur für Sie. Der gute alte Loriot, wie wir ja alle wissen, hat Improvisation verachtet. Und genau aus dem Grund spielen wir jedes Jahr traditionell im Dezember eine Loriot-Geschichte. Wir wollen eine neue Weihnachts-Loriot-Eskapade mit euch zusammen kreieren. Und darauf freuen wir uns wahnsinnig. Und ich mache das natürlich nicht allein. Nein, ich habe auch noch viele coole Kollegen dabei. Heute besonders viele, weil es unser großartiger Jahresabschluss werden soll. Deswegen begrüßt bitte mit mir mit einem herzlichen Applaus. Hier sind die Improvisionäre. Hier ist Vera! Einfallen. Wie wäre es als erstes mit einem Ort? Super. Rennbahn. Rennbahn? Einem Gefühl. Oder irgendwas anderes. Wir können rausrufen. Sonst muss man sich auch nicht melden oder so, sondern einfach rausrufen. Hass. Bitte? Hass. Hass. Einer Person. Hass. Der Papst. Wir haben den Rennmann, wir haben Hass, wir haben den Papst, vielleicht noch was Fröhliches. Sonne. Sonne. Denk ein bisschen mehr an Loriot. Quietsche-Entchen. Quietsche-Entchen. Ja. Eine Nudel. Eine Nudel. Eine Nudel, wie schön. Also wir haben Rennmann, der Papst, Hass. Sonne, eine Quietscheente und eine Nudel. Und dann machen wir das immer so, wir zählen ein, damit die ganze Energie von euch aus dem Publikum zu uns auf die Bühne schießt und wir sie euch wieder zurückwerfen können. Und das üben wir jetzt mal. Wir zählen immer ein mit 3, 2, 1, los. Also, wir zählen ein mit 3, 2, 1, los. Wir können das lauter. Wir machen das nochmal. Wir zählen ein mit 3, 2, 1, los. Herbert. Mir juckt's am Kopf. Ja, es juckt dich immer am Kopf. Das ist immer, wenn ich aufgeregt bin. Lass mich mal. Das zieht! Das zieht! Bertha, das zieht! Ich hasse dich! Ich möchte hier gerne rein. Ja? Wo? In das Tanzlokal. Ah! Das ist geschlossen. Ach ja! Vollkommen geschlossen. Ist es denn schon? Ach ja, es ist schon soweit. Der Papst ist da. Annegret. Herbert. Es freut mich so wahnsinnig, dass wir diesen Spaziergang nun miteinander begehen können. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin voller Glück. Meine Hormone sprießen nur so üb. Ja, ich wollte immer schon mal mit einem Mann auf die Rennbahn. Der erste Schritt eines Spaziergangs. Trauen wir uns?
Natürlich. Ja? Natürlich trauen wir uns. Also... Annette, du weißt, das ist sehr wichtig für mich. Ich weiß, das ist auch für mich wichtig. Wie fangen wir denn nun jetzt an? Du hast doch das Abzeichen. Rechts. Ran. Ja? Das geht doch schon ganz gut. Und strahlen. Rechts. Und ran. Ran. War ich zu früh? Wir versuchen es nochmal. Die schauen uns alle an. Okay. Lass dich nicht nervös machen. Nein, ich bin nicht nervös. Und rechts. Dran. Okay. Rechts. Du bewegst dich wie so eine Nudel. Ja, ich weiß. Was denn? Sie halten mich fest. Ja. Könnten Sie mich bitte loslassen? Sie wollten doch das Quietscheentchen spüren. Ja, aber das Quietscheentchen, sind Sie das Quietscheentchen? Ach so. Wenn Sie so fragen, dann... Ja, dann... Ich darf das Quietscheentchen mal... Nur zu. Wo darf ich denn das Quietscheentchen berühren? Da, wo es quietscht. Es quietscht bislang nicht. Da! Ein Fleck? Ich hab ihn doch schon weggemacht. Er ist immer noch da. Immer bist du so pingelig. Es sieht einfach nicht gut aus. Ja, ich weiß. Na, wo denn? Da. Jetzt sieht er aus wie eine Sonne. Ist doch auch schön. Ja, du bist immer schön. Ich nie. Ich gehe jetzt. Das war mal! Mal den Familiennamen der Familie, die heute feiert. Müller. Müller! Ganz klar, wir sind in Deutschland Familie Müller. Und dazu bitte ich einen Schauspieler oder eine Schauspielerin auf die Bühne, bitte. Ein Applaus für Marc. Ja. Marc ist heute unser Familienoberhaupt. Wer ist er denn in dieser Familie? Vater, Opa, die Oma. Die Oma. Die Oma. Warum nicht? Das ist heute die Oma. Und wie heißt denn unsere Oma Müller mit Vornamen? Annegret. Annegret Müller. Das ist Annegret Müller. Und Annegret Müller hat. Verstehe ich das daran so lustig? Sorry. Annegret Müller hat seit frühester Jugend eine geheime Leidenschaft. Sie geht immer wieder so in den Keller und geht ihrem Hobby nach. Was ist denn ihr Hobby? Bitte? Jodeln. Annegret Müller jodelt leidenschaftlich gerne, aber nur im Keller. Vielleicht tanzt sie auch dazu, wir werden es gleich sehen. Da hören wir es auch schon, sie hat so eine ganz besondere Stimme. Wenn Annegret einen anruft, weiß man immer gleich, sie ist es, weil wie spricht sie denn? Nasal. Nasal oder ganz tief? Machen wir nasal vielleicht. Nasal ganz tief. Nasal ganz tief. Ja, so komme ich hin. Genau.
besondere Art, sich zu bewegen. Wie bewegt sich Annegret Müller? Mit dem Po zuerst. Vielleicht nicht immer mit dem Po zuerst, aber sie hat sowas, sie hat immer so den... Der Po ist so ein bisschen vordergründig bei ihr. Und in der Familie ist sie so besonders beliebt, die Oma, weil, wie ist sie denn so charakterlich? Alle lieben Annegret, weil Oma Annegret, weil... Aufsässig. Sie ist so aufsässig, was für ihre Generation ja eigentlich gar nicht so... Holla die Hüti! Holla die Hu! Hopp, holl, holla die Hu! Holla die Ma! Wunderbar! Mach mal eine Pause, Annegret. Sehr schön. Und jetzt wollen wir Annegret besser kennenlernen. Wo wollen wir sie denn besser kennenlernen? Auch an einem konkreten Ort. Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Und da wollte sie etwas, was sie normalerweise nicht im Wohnzimmer macht. Baden. Sie wollte da baden. Aber irgendetwas hat sie ständig dabei gestört. Das Telefon. Das Telefon. Und was dann passiert ist, das sehen wir gleich. Und dazu zählen wir ein mit... 3, 2, 1, los! So, weit wird auch bald. Ja, und? Soll ich mich deswegen nicht mehr waschen? Das ist ja wohl die Höhe.
Na, im Wohnzimmer natürlich. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht probiere ich es im Bad. Guten Tag. Annegret Müller ist dabei. Jetzt hätte ich gerne mal zwei Schauspieler, Schauspielerinnen gemischt, oder nicht? Wie ihr mögt. Eigene Schauspielerin, ein Schauspieler, wunderbar. Ihr dürft gerne hier rechts und links von mir positionieren. Hier? Genau, etwas weiter vielleicht noch. Ja. So, diese beiden Schauspieler spielen heute auch Rollen einer Familie, unserer Familie Müller, und sind in irgendeiner Form ein Paar oder irgendwie zusammengehörig, weil sie nämlich was sind? Zwillinge. Sie sind nämlich Zwillinge. Das sind die Zwillinge der Familie aus Kindergeneration, also quasi die Enkel von Oma Annegret wahrscheinlich. Ganz genau. Die Zwillingsenkelkinder von Oma Annegret. Und wie Zwillinge so sind, haben sie meistens das gleiche Hobby. Was machen sie nämlich wahnsinnig gerne? Karate. Sie machen wahnsinnig gut und gerne Karate. Dabei wollen wir sie ein bisschen beobachten. Sehr schön. Dann können wir Ihnen vielleicht mal ganz kurz ein paar Namen geben. Helga vielleicht. Und Holger. Wie? Helga und Holger. Helga und Holger. Wunderbar, Helga und Holger. Und die sind charakterlich beide auch total verwandt. Einfach total ähnlich. Was ist so deren herausragende Eigenschaft? Sarkastisch. Sie sind beide wahnsinnig sarkastisch einfach. Gerade beim Karate-Spielen, Sportieren. Ja, da merkt man das. Vielleicht brauchen Sie noch eine Stimme, um Ihren Sarkasmus zu äußern. Und zwar ist es nämlich so, dass Sie stimmlich sich irgendwie voneinander entfernt haben. Ja? Also, ich meine, es ist ja auch ein Junge, ein Mädchen, ja, Helga und Holger. Holger hat was für eine Stimme? Hohe. Hohe und Helga dementsprechend eine tiefe Stimme.